Herr Mayer, ein Gedicht des mittlerweile 93 Jahre alten Schweizer Lyrikers Eugen Gomringer wird von der Fassade einer staatlichen Hochschule in Berlin entfernt. Was haben Sie gedacht, als Sie davon gehört haben? Es ist mir einfach ein historisch sehr belastetes Wort in den Sinn gekommen: Säuberung. Jetzt ist diese Säuberung eine Reaktion auf, wie Sie selbst es formulieren, ein schlechtes Bauchgefühl von Studenten. Sie wittern in diesem Gedicht Avenidas sexuelle Belästigung. Also um klar zu machen, was ich sagen will und worum es geht, lese ich das Gedicht, das nämlich sehr kurz ist, mal vor. Eingedenk der Tatsache, dass ich nicht ein guter Rezitator von Gedichten bin. Das lautet also so: Alleen, Alleen und Blumen, Blumen, Blumen und Frauen, Alleen, Alleen und Frauen, Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer. Eigentlich sehr poetisch, klingt eigentlich wunderbar, auch einschmeichelnd. Und ja, Frauen kommen vor und Blumen kommen vor und Alleen kommen vor. Und vielleicht ist das ja machistisch, dass Alleen und Blumen eigentlich gleichrangig vorkommen wie Frauen. Ich bitte Sie, ich bin ratlos. Und nun haben Sie gesagt, das Bauchgefühl der Studenten. Von Studenten würde ich eigentlich nicht das Bauchgefühl erwarten, sondern den Kopf. Dennoch ist ja dieser Vorfall kein Einzelfall. Auch andere Kunstwerke, die einem gegenwärtigen Geschmacksempfinden Anstoß geben, sollen ja entfernt werden oder sind schon entfernt worden aus Museen. Ja, es ist im Moment eben eine Säuberung im Gange. Ich komme nochmal auf die Studenten zurück. Es ist ja gewaltig, dieses Gedicht wird übermalt, auf einer Hauswand übermalt. Und das ist die Forderung einer, wie könnte man sagen, studentischen Soldateska oder vielleicht noch besser einer Studenteska, die diese Hauswand reinigt, säubert. Das Gedicht, ein großes Kunstwerk, das ja auch ausgezeichnet wurde von dieser Schule, letztlich unsichtbar macht. Und das ist ein Vorgang, der nun wirklich allem, was ich finde, was Kunstfreiheit ist, was Freiheit überhaupt ist, was offene Gesellschaft ist, widerspricht. Aber das zu Protokoll gegebene schlechte Bauchempfinden der Studenten ist das eine. Das andere ist ja eine Universitätsleitung, die diesem Begehren jetzt stattgegeben hat. Warum? Das ist im allgemeinen Trend. Das sind erstens mal sind jämmerliche Feiglinge, sind auch Dummköpfe. Dummköpfe, leider an einer Universität. Wobei ich immer schon das Gefühl hatte, dass dort manchmal die Ansammlung von Dummköpfen höher ist als in einer Berufsschule. Aber gut, lassen wir das mal beiseite. Was da geschieht, auch es wurde ja beschlossen, wie die Gedichte, die in Zukunft ausgezeichnet werden von dieser Universität, also das Wort fällt mir jetzt schwer in diesem Zusammenhang, Universität, also das heißt ja etwas Weltoffenes. Also da wurde beschlossen, dass also quasi demokratischer Entscheid dann gefällt werden muss, welche Gedichte überhaupt zulässig sind. Also Kunst als Resultat demokratischer Entscheide, das ist das Ende von Kunst. Und Kunst zu eliminieren, ein wunderbares Gedicht eines Schweizer Dichters, auf den wir Schweizer stolz sein können, ist doch im Grunde genommen vergleichbar mit den Faschisten, die entartete Kunst ausmachen, sagen, das entartete Kunst, das ist doch für diese Studenten und diese Universität entartete Kunst. Gomringer ist entartet. Diese Mentalität gab es in jedem totalitären System, auch bei den Kommunisten hat ja das Zentralkomitee entschieden, welche Kunstrichtung nun geht. Man muss das in diesen Zusammenhang stellen, um zu begreifen, was da passiert. Ein gigantischer Skandal.
Ein Unterschied gibt es ja vielleicht aber doch zu den faschistischen Zensoren, nämlich andere Städte, Rehau, Bielefeld, auch Schaffhausen, haben sich nun anerboten, stattdessen das Gedicht abzudrucken. Ist das die List der Vernunft? Ja, das ist die List der Vernunft. Das ist natürlich auch unsere offene Gesellschaft. Das ist ja tröstlich. Aber dass man das den Finger hinhält und sagt, was die da machen, geht nicht, ist ja wesentlich. Sonst würden die anderen ja auch nicht sagen, wir zeigen das Gedicht, wir stehen dazu. Diese Auseinandersetzung ist sehr wichtig. Sie haben angesprochen, auch andere Kunstwerke, zum Beispiel Picasso. Picasso war im Umgang mit Frauen offensichtlich schrecklich. Was die Frauen nicht daran gehindert hat, die Nähe von Picasso zu suchen. Es war ein Weltgenie, das ist das Höchste, was wir haben in der Kunst, in der bildenden Kunst. Eigentlich Picasso irgendwo in der modernen Zeit. Andererseits, dann gibt es den Woody Allen, ein großartiger Filmemacher, ein zarter Filmemacher. Dem werden auch private Verfehlungen, die es gegeben hat oder wahrscheinlich gegeben hat, vorgeworfen. Und jetzt will man, also, das, sag mal, kann man noch Woody Allen anschauen? Also die Kunst darf nur noch von edlen Charakteren gemacht werden. Ich würde sagen, dann können wir mit der Kunst ja aufhören, wenn zuerst der Charakter des Künstlers eine Rolle spielt. Und hier kommt noch etwas ganz Gravierendes hinzu. Man will ja neuerdings, man geht sogar in die klassischen Kunstwerke hinein, die ja sehr oft, weil das war die Zeit, das ist geschichtlich so, sexistisch sind, wenn Sie so wollen, in unserer heutigen Betrachtungsweise oder auf jeden Fall in der Betrachtungsweise der Feministinnen, der Postmodernen, nicht der Modernen um Alice Schwarzer, diese postmodernen Studetesca-Feministinnen, nicht? Die wollen eigentlich die Geschichte korrigieren. Man möchte auch in Märchen, man redet schon davon, dass man den Sexismus in Märchen eliminieren muss, damit die Kinder dann nicht so sexistische Märchen lesen. Was ist das? Es gibt ein wunderbares Beispiel, oder es gibt natürlich mehrere, aber eines ist ganz, ganz deutlich. Stalin, einer der größten Massenmörder der Geschichte, vielleicht der größte, hat in Bildern, in Fotos, Trotzki, seinen Gegenspieler, eliminieren lassen. Trotzki an einer Tribüne mit Lenin. Lenin redet daneben Trotzki, kam Stalin und hat gesagt, Trotzki muss weg, das Bild gibt's ohne Trotzki. Das ist der Geist, der hinter dieser Komringer Sache steckt. Vielen Dank, Herr Mayer. Wir setzen das fort.